Dennis, normal, wenn man ihn trifft, auch bei Events und so, das ist Dennis normal, ja. Und das ist Dennis im BMW auf der linken Spur auf der Autobahn. Ich photoshoppe YouTuber kaputt. Man munkelt, sämtliche YouTuber, die hier in diesem Video vorkommen, haben ihren Channel gelöscht und ihre Social-Media-Existenz gecancelt und sich jetzt mal endlich richtige Jobs gesucht. Ja, dieses faule Gesocks. So, da gucken wir mal kurz rein, was die Pan fabriziert hat. Die Pan wird, ich glaube, die Pan lacht sehr viel. Und die Pan erreicht halt Frequenzen, die für das menschliche Ohr, ja, wie wir jetzt bei Herrn Böhmermann gelernt haben, im jungen Alter oft auch unangenehm wirken können. Deswegen Vorsicht, ja, Vorsicht. Die Pan ist eine sehr lustige Person. Aber ich höre die Frequenzen nicht mehr, deswegen nehme ich das einfach so nicht wahr. Ja, aber die Jüngeren im Chat könnten jetzt sagen, wir gucken mal, wir gucken mal. Vorsicht, Headphone-User. Warte eben. Ich kann nicht mehr einschlafen, mein Freund mich nur irgendwie berührt, bin da super pingelig mit meiner Startposition. So. Ja, das sage ich ja auch. Ich bin, ich habe ja immer so mein Knie meistens hier. Also ich schlafe wirklich so komplett. Ich habe hier meine Schulter. Hä? Pan hat hier ihre Knie? Aber dann müssten doch hier die Beine und die Füße rauskommen. Aber ich habe meine Schultern. Das ist mir nie aufgefallen. Ich kenne die Frau seit bald elf Jahren. Und ich dachte, ich habe jeden Zentimeter ihres Körpers erforscht. Dinge, die ihr unbedingt wissen wollt. Aber ich habe das ist mir nie aufgefallen. Ich war einfach nicht anwesend genug. Ich war einfach nicht anwesend. Ich habe nebenbei wahrscheinlich wieder Discord gemacht. Okay, weiter geht's. Entschuldigung. Was? Was? War ich wieder unangenehm für den Chat? Hä? Das kommt ja nie vor. Das ist ja das erste Mal. Komisch. So, weiter geht's. Also ich kann euch das mal aufmalen, wie ich schlafe. Wenn das jetzt hier das Bett ist und hier oben ist so da, ne? So. Erik, hier sind Kinder da. Deren Körper erforsche ich nicht. Hör bitte auf zu fragen, das ist illegal. Jetzt hör doch mal bitte auf. Das ist, wow. Können wir bitte beim Video bleiben, ja? Das ist jetzt aber, ich bin erschüttert. So, weiter geht's. So, hier. Wie ich schlafe. Wenn das jetzt hier das Bett ist und hier oben ist... Okay, ganz kurz. Pan erklärt, wie sie schläft. Und ich weiß, wie das ist. Ja, okay. So, da, ne? So, aber hier ist das Bett. So, hier oben ist das Kopfende. Dann liegt jetzt hier eine Person, ganz normal. Sieht so aus wie, wie aus der Werbung. Oh, ich mache ja schön. Oh, so, mein Arm. Okay, warte mal. Dieses billig gezeichnete Strichmännchen bin ich. Yeah! Und sie malt sich aber auch hier meine Stupsnase, meine schönen Haare. Ich habe sogar ein Zöpfchen. Hier liege ich so. Ha. Und ich bin das billige Strichmännchen. Der ist sehr lang, ne? Da liege ich immer so. Und ist hier der Arm ist sehr lang. Und dann ist hier aber mein Knie. So, ne? Und das andere Bein ist aber gerade. Und der andere Arm ist auch so. So schlafe ich immer. Ich habe das Knie immer fast bis unten. Sie sagte, das ist eine Person, von dir war nie die Rede. Ich brauch so ein Dö-dö-dö-dö. Ich brauch so ein Button mit dem Soundeffekt. Dö-dö-dö-dö. Habe ich nicht irgendwas in der Richtung? Ich hab hier, den hier habe ich. Ja, das ist, ja, das ist, und ja, Pan ist zwei Köpfe. Ja, die ist viel größer als ich, guck mal. Was ist denn? Eigentlich liegt mein Kopf hier oben und meine Beine gucken unten immer aus dem Bett. Wahre Geschichte. Meine Füße hängen immer aus dem Bett. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das Bett ist zu kurz. Wir werden beim Umzug auch, ich will ein neues Bett haben. Ich will ein neues Sofa und ich will ein neues Bett. Das Sofa ist inzwischen sehr viele Jahre alt und man sieht es auch. Und es hat beim Umzug gelitten. Und Hand aufs Herz, ja, ich liebe Onkel Jo. Aber es hat auch unter Onkel Jo gelitten, der sich beim Hinsetzen gerne hingeworfen hat, aus irgendeinem Grund. Der hat sich sehr dynamisch hingesetzt und Onkel Jo ist aber nun mal eben ein Felsmassiv. Ja, ich weiß, wie ich es anders ausdrücken soll. Der Mann ist 3 Meter groß, der Mann ist 3 Meter breit und das Sofa, pff, so, wir brauchen auch ein neues Sofa und wir brauchen neue Esstischstühle, weil auch da Onkel Jo drauf gesessen hat und die waren nicht für Onkel Jo ausgerichtet. Aber ich glaube, die waren nicht mal für mich ausgerichtet. Das war ein Fehlkauf. Die Stühle vom Esstisch waren aber ein kompletter Fehlkauf. Die waren vorher schon wabbelig und das hat nicht geholfen. Wie groß ist Onkel Jo? Über 2 Meter. Ich weiß nicht genau, wie groß genau, aber der ist über 2 Meter groß. Der ist sehr, sehr groß. Das Erste, was du von Onkel Jo siehst, ist ein großer Schatten, der auf dich fällt. Und dann drehst du dich um und dann siehst du von oben den Blick. Ja, gut. Okay, wir gucken mal weiter, wie die Pan schläft, weil das hier ist, glaube ich, nur die halbe Wahrheit. Ich glaube, da... Warte. Ne? Und das andere Bein ist aber gerade. Und der andere Arm ist auch so. So schlafe ich immer.
Ich habe das Knie immer fast bis unter mein Kinn. In der Nacht passiert tatsächlich das hier. Das passiert immer in der Nacht. Und ich habe keine Ahnung, warum. So, wenn ich also mich gedreht habe, ist der Erik einfach so. Das ist so unser Schlaf. A, es ist wahr und B, jetzt ist mein Name gefallen. Wahre Geschichte. Wir haben ein breites Bett und davon gehört mir gerade mal die Kante. Ich darf immer auf der Kante liegen. Ich brauche wirklich nicht viel Platz im Bett. Ich nehme da wirklich nicht viel Platz ein, aber ich liege immer irgendwie auf der Kante. Ja, ja, ja. Position. Und manchmal liege ich da und dann kommt ihre Hand einfach so flop und liegt bei mir dann auf dem Bauch oder sonst irgendwas. Ja, auch wenn ich gerade irgendwie noch iPad lese oder sonst irgendwas, dann die Hand plopp bei mir auch plötzlich auf dem Bauch. Nein, ja. Ich will einfach nur schlafen und ich bin so Superman. Jedes Mal. Wir brauchen nicht eigenes Bett. Wir brauchen ein breiteres Bett. Das ist es einfach. Aber wahrscheinlich wird sie dann komplett so drin liegen, komplett horizontal. Oder ich brauche so einen Hundeplatz am Fußende, was so ein bisschen runtergesetzt ist, weißt du? Dann ist einfach nur so eine Fußbank und dann liege ich auf diesem Hundeplatz einfach. Komme ich einfach dahin. Vielleicht darf ich dann noch als Fußbank dienen. Ich weiß es nicht. Dann kann ich der Katze immer ihr Essen geben und der Pan die nicht als Fußbank. Und dann existiere ich hier einfach so als Randnotiz in diesem Haus. Also nicht jede Sekunde so losfliegen wie Superman, ey. Ja, Leute, ne? Durchsatz. Soll ich wieder ein Bild von mir photoshoppen? Leute, ist wieder an der Zeit, ne? Oha. Das ist der Content hier. Das ist es. Was ist mit den Augenbrauen los? Das geht doch nicht. Ist das diese Psycho? Ist das dieser Psychoblick, vor dem mich alle gewarnt haben? Sind das diese Crazy Eyes? Ich glaube, Pan hat Crazy Eyes. Das ist mir nie aufgefallen. Okay. Und ich bin ein bisschen traurig. Hat die irgendwie was? Ich zieh morgen um, aber sagt's nicht weiter. Was, ne? Guck mal. Oh Gott, Crazy Eyes mit Sahne. Muss ich tatsächlich sagen. Ich habe diesen Muttermal, ich mag diesen Muttermal wirklich sehr. Da ist er einfach weg. Ich kann mir so ein Hodenkinn tatsächlich machen. Bitte was? Oh, so richtige Balls. Sehr hodenlastig der Stream heute. Alter, was machst du denn da? Das ist so das neue Ding hier. Photoshop sollte ich mal wieder updaten. Ja? Aber das hier ist alles irgendwie neu, dass du das auch automatisch so komplett machen kannst. Der Blick. Oh mein Gott! Oh, das ist so cursed! Das ist ein bisschen gruselig. Das ist so hart cursed. Gesichtszug. Warum ist das Auge so rot? Ist schon legalized? Was ist denn jetzt passiert? Haardichte? Seht ihr hier sind so Zähne auf einmal und okay. Kopfausrichtung. Lichtposition. Ich muss mal wieder Photoshop installieren. Das ist doch so gruselig, oder? Das ist ja mega gruselig. Was ist das? Woke up like this, no filter. Muri! Muri, soll man ein Bild von dir bearbeiten? Hast du Bock? Kennst du... Ah, Mori! Oh! Kennst du das? Kennst du das, wenn Leute irgendwie sagen, Make-up, man muss sich auch mal ohne Make-up zeigen, ja, das muss man eben, ja, und dann natürliche Schönheit. Und dann mal 30 Filter drauf. Mori! Was machen wir bei dir? Das Bild ist wirklich voll süß. Aber jetzt wird es furchtbar werden. Wir machen jetzt einen Alien-Mori. Ich finde, er ist einfach viel. Ist der Mori noch da? Das gefällt mir nicht. Anti-Lächeln auf jeden Fall. Hallo, ich bin Mr. Morgame. Ja, so kenne ich ihn. Ja, die Mundwinkel original, die Augenbrauen, immer sauer. Überraschung. Immer gereizt einfach. Oh, was ist das denn? Und immer ein Ahnungsmund. Ich sehe wie das Alter. Pete? Nein, das ist. Blick. Hä? Was passiert hier? Haardichte. Oh, ja, Kopfausrichtung, jetzt kommt die Achtung. Das ist ja mega weird. Also vorher, nachher, könnte eine wütende Oma sein. Das sieht aus wie ein, ich will es jetzt nicht aussprechen, aber es sieht aus wie ein Arschloch. Warum sieht das aus wie ein Arschloch? Und der Mund auch. Ja, der Mund halt auch. Beides. Arschloch. Krass. Da müssen wir mal ein bisschen größer machen, ne? Fatima, bist du es? Was ist da los? Das Fatima Funk, bist du es? Was? Sehr schön. Was für ein komisches Bild einfach. Warte mal. Asator, danke schön. Vielen Dank, Asator. Moment. Yeah. Träumchen. Was? Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr sehen wollt? Tobi? Oh, wie süß sieht der Tobi denn hier aus? Ich kann nicht mehr. Hä, hey, was? Tobi? Oh, jetzt wird er aber langsam hier. Guck mal. Hä, wie süß sieht denn der Tobi da aus? Ist doch der Tobi, ne? Ich hab den Tobi noch nie so schön gesehen. Hä? Also immer, wenn ich an Tobi denke, dann denke ich immer an... So, ne? Ich hab den Tobi noch nie so schön gesehen. Ist aber wirklich cute, oder? Das ist wirklich so... Will man einfach so den... Ne? Ja.
Richtig cuter Boy. Hä, hey, das ist super süß. Tobi, dir stehen solche Haare. Der Tobi macht keine Filter. Müssen wir erstmal. Der Tobi keine macht Ahnung, keine Filter. Oh, jetzt kommt der macht sowas in die Hölle. Oh, ich sehe aber schon hier hinten. Ich glaube, ich weiß doch, wer das ist. Tobi war mal draußen? Oh. Das ist wirklich. Tobi ist schon, guck mal, voll der hübsche Dude, ey. Aber Tobi, erstmal, was soll das denn, ne? Wir sind hier Photoshop-Oberflächlichkeit as fuck, ne? Also, das geht ja mal gar nicht. Warte, hier, Muttermal? Wie kannst du nur Muttermal haben? Das geht nicht. Das hätte ich gerne im richtigen Leben, dass das geht. Da hat man keine Muttermale, da hat man auch keine Haut, Mimikfalten, da hat man nichts zu haben. Wir müssen das ja gar nicht mehr manuell machen, deswegen geht der Tobi jetzt mal, damit er halt nicht. Oh mein Gott, das geht gar nicht. Die Augen nicht so breit. Das Erste, was ich machen würde, ich würde ein Auge nach unten ziehen. Dass ein Auge quasi hier unten sitzt. Das ist das Erste, was ich machen würde. Und vielleicht ein bisschen größer als das andere. Sieht ja schon fast normal aus. Ah, viel, viel besser. Arsch, oh, kann er noch schön. Mehr lächeln, ne? Wir wollen den Tobi jetzt sieht es mehr nach Tobi sehen, aus. Jetzt sieht es mehr nach Tobi aus. Ja, sehe ich aber. So, der Tobi kann sein Glück überhaupt gar nicht fassen. Jetzt kommt wieder das Komische hier. Ich bin ganz ehrlich, ein lachender Tobi macht mir Angst. Also der macht mir. Das ist jemand, den würde ich mir nachts im Horrorhaus am Ende des Flurs vorstellen, der da einfach steht und dich anguckt. In so einem Horrorgame. So sieht das gerade aus. Wo man auf einmal älter wird. Was ist das denn? Was ist das? Wer sind Sie? Okay, warte, mehr Haardichte. Der Tobi sieht original so aus, als wird er morgen irgendwie wieder 3 Schlager auf dem Ballermann singen. Der sieht original so aus, als wird es morgen wieder losgehen. Was? Das ist ja irgendwie, das ist ja Merkel, keine Ahnung, wer ist das? Alter! Der Blick muss sich aber auch ein bisschen ändern, Tobi, ne? Was ist denn jetzt los? Was ist denn hier los? Tobi, guck mal ein bisschen zur Kamera wieder. Ja, Tobi, guck mal noch ein bisschen mehr zur Kamera. Ah! Oh Gott, es kommt nicht ab von jeder Seite. Was ist das? Guck mal, wie man. Also, das sieht sogar. Das sieht leider. Es sieht nicht so aus. Am Ende des Flurs im Horrorgame. Ich sag's immer wieder. Sion, dankeschön. Dankeschön. Machen wir so ein kleines Rauschen drauf. So, als wäre das wirklich ein Foto. Machen ihn jetzt aber nochmal ein bisschen heller. Machen den hier ein bisschen weniger. Das ist schon ein bisschen strange, ne? Das sieht aus wie ein Perso-Foto. Yo. Wir haben aus Tobi das hier gemacht. Braucht schon das Art eine neue Horrorfigur? Yo. Starb mir in die Seele. Ja, es guckt überall hin, ne? Noch die Zähne. Woher kommen die Zähne denn? Das hatten wir ja auch bei meinem Emote, ne? Auf einmal waren da Zähne da. So wurden Chillers Art-Spiele gemacht. Tobi, Hammer. Gefällt mir jetzt schon der Stream heute. Sieht wirklich aus wie Chillers Art. Das wir hier haben. Das heißt, naja, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das heißen soll. Gibt es irgendjemanden, bei dem ich das noch machen soll? Dennis, Sora, Putzi, Dennis? Tja, bei Dennis würde ich was machen. Bei Dennis wird das Erste, was ich machen würde, bei Dennis, ich würde ein Werbeplakat auf die Stirn kleben. Dennis, hallo, liebe dich, ciao. Was, nicht gefallen würde. Ach komm, beim Dennis habe ich irgendwie Bock. Dennis bei mir geht es inzwischen auch schon, ja, also. Ja, da hat er das beste Bild schon wieder, habe ich hier. Da war den Dennis. Eine Sache kann ich hier aber nicht machen. Die muss ich anders machen. Ich will das auch mal im Stream machen. Ich muss mal Photoshop installieren auf der Nasen Kiste hier. Ja, die Stirn, ja. Träumchen. Und das ganze Gesicht dann nach unten ziehen. Mundbreite, breit. Stirn. Kinnpartie. Also da sehe ich den Dennis, auf jeden Fall. Alter. Tochter natürlich was. Der sieht gerade aus wie jemand, der irgendwo am Stammtisch wieder Wahrheiten über die Bundesregierung rausgefunden hat. Original, so sieht er gerade aus. Der einfach 7 Telegram-Gruppen abonniert hat, die halt nicht Mainstream-Media verseucht sind, ja? Dennis, was ist da los? Alter? Was ist da los, Dennis? Puh. Was zu arbeiten. Ja, Pfeifett, auf jeden Fall. Nee, es ist nicht glücklich. Das ist kein glücklicher Mann. Okay. Mit einem eigenen Podcast dazu, auf jeden Fall. Oh. Dass wenn er ganz glücklich ist. Ey, der muss auf jeden Fall glücklich sein. Ja, ja, original. Okay. Er ist aber gleichzeitig auch sehr überrascht. Der ist richtig hart überrascht. Oh, guck mal, wie überrascht der ist. Ich muss die Ohren kriegen gleich. Ich mach die Ohren gleich richtig lang. Oder wie jemand mit dem YouTube-Channel, der Handwerker-Tutorials macht, aber in den Tutorials funktionieren die Sachen immer nicht. Die gehen einfach nicht. Die sind einfach immer so. Dann endet das Video und das ist einfach... War einfach für ein Arsch. Der ist aber auch gleichzeitig wütend. Ja, oh mein Gott. Oh das Gott. Ist richtig wütend, der Dennis. Meine Güte. Warum hat der auf einmal Ohrringe? Warte mal. Hat der gerade Ohrringe gekriegt? Ja, KI halt, ne? Jetzt sieht er erst recht aus wie am Stammtisch. Das wird immer mehr. Das wird ja immer mehr. Ja, Dieter Nuhr, Alter. Dieter Nuhr, der sich ein bisschen hat liften lassen hier nach oben. Oh, ja. Oh Gott.
Ihr wird der Ohrringe, ich weiß nicht, was passiert ist. Hat er einfach Ohrringe gekriegt? Was hat denn für ein Kiosk-Ingo jetzt? Vor der Kiosk-Ingo, ich sag an euch. Alter. Ich kann nicht mehr, ey. Okay, warte. Das sieht aus wie Dieter Nuhr. Warte. Ha! Denn ich soll es ja in die Zukunft. Oh mein Gott, stell dir vor, wir sehen alle wirklich so aus in der Zukunft. Hilfe. Gott. Kennt ihr Ghostbusters, das Gemälde? Alter. Ja, Vigo! Der sieht aus wie Vigo! Vigo einfach! Wisst ihr, was witzig ist? Ich drücke jetzt okay, aber man kann das Ganze ja nochmal machen. Der ist ja wirklich sehr wütend, der Dennis. Ja, ich bin der wütende Dennis. Wow. Alter, das ist furchtbar. Das sieht aus wie ein CDU-Wähler, wenn draußen schon wieder Jugendliche auf der Straße kleben. So sieht das aus. Und der das gerade auf Twitter schreibt oder Facebook oder wo da immer, keine Ahnung. Das ist original so. Original. Ich hab Angst. Ja, wo kommt die Stimme her? Die Ohrringe werden. Jetzt hat er so Rosen als Ohrringe. Der hat auf einmal Rosen als Ohrringe gekriegt. Also, das Ausgangsbild und dann das hier. Heute Horror-Memes an der Party. Das ist super cursed einfach. Ich will nur mal eine Sache ausprobieren, was ihr das irgendwie gerade so anbietet. Ja, Palpatine, ja! Palpatine, auf jeden Fall Palpatine. Obwohl, das geht eigentlich. Eigentlich geht's. Alter. Oder Bilbo, wenn er den Ring wieder haben will. Was ist denn jetzt geworden? Das ist ja widerlich. Das ist richtig, richtig gruselig. Das sieht ja auch aus, als würde er den Mund aufreißen und hätte hier so Sabberfäden. Und ich finde immer noch den Ohrring ganz toll. Hallo, Dennis. Ich wollte dir noch... Ganz ehrlich? Dennis? Normal, wenn man ihn trifft, auch bei Events und so, das ist Dennis normal, ja? Und das ist Dennis im BMW auf der linken Spur auf der Autobahn. So, alles klar, wir machen weiter. Und ich finde immer noch den Ohrring ganz toll. Hallo Dennis, ich wollte dir nur sagen, wir haben heute ein bisschen so Photoshop, ich wollte ein bisschen Photoshop-Tutorial machen, ne? Nun. Wir haben so ein paar Bilder bearbeitet von Tobi auch, The More Game und sowas alles. Und weil ich dieses Foto von dir voll schön finde, weil ich immer noch sehr, sehr stolz auf dich bin, dass du in deiner Synchro-Rolle hattest, bin ich wirklich, ne? Und habe ich gedacht, wir nehmen einfach mal dieses Foto und machen einfach mal das hier daraus. Und ich finde, es ist mir sehr gut gelungen. Ein Photoshop-Wettkampf gegeneinander bei Matt. Boah, wie lustig wäre das? Es wäre witzig einfach. Hallo? Dennis, ich bin gerade im Stream, alle hören dich, ne? Hör mal auf zu lästern jetzt. Hast du gerade auf... Ich bin unterwegs, was? Hast du gerade auf Twitter geguckt? Nee, was da? Bist du gerade am Fahren? Nee, ich bin zu Hause. Bitte guck mal auf Twitter, wir haben nämlich hier... Warte mal, der hat doch gerade gesagt, ich bin unterwegs. Hä, warte mal, Dennis, warte mal. Ich bin da was auf der Spur, warte mal kurz. Hast du gerade auf... Ich bin unterwegs, was? Hast du gerade auf Twitter... Der wollte gerade sagen, ich bin unterwegs. Der wollte sagen, ich bin unterwegs und jetzt sagt er, ist zu Hause. Der verschweigt was. Twitter geguckt? Nee, was da? Bist du gerade am Fahren? Nee, ich bin zu Hause. Bitte guck mal auf Twitter, wir haben nämlich hier gerade so einen kleinen Photoshop-Stream gemacht und irgendwie ist dein Foto das Beste von allen geworden. Oh nein, was hast du jetzt wieder gemacht? Ey Leute, ich stream morgen auch, Twitch Prime. Dennis, hör dich auf! Geht nicht, hab hier kein Internet. Dennis, die können wir dir keine Twitch Prime machen, die sind alle schon bei mir Twitch Prime, es geht leider nicht. Ich würde es dir echt gönnen, aber leider haben die alle schon ihren Twitch Prime hinterlassen. Schade. Ich bin hier. Wo ist das denn? Wo bist du denn? Uff. Wie, hast du dich auf dem Handy Internet? Uff. Wie heißt du denn nochmal? X-Pantoria, Dennis. Hä, was? Wir sind unterwegs hier gerade. Warte mal. Hä, wie? Ich bin zu Hause, wir sind unterwegs. Was macht der denn? Ist er zu Hause unterwegs? Hat er so ein großes Haus oder was? Was? Günther, lass das sein. Den nehme ich gleich. Okay, alles klar. Der redet doch gerade mit niemandem. Da ist wieder niemand bei ihm zu Besuch und er sagt, ja, ich bin unterwegs mit Freunden, ja, und dann wieder, hey, Günther, oh nein, oh, hä, Florian, lass das mal lieber sein, Stefan, ich komme gleich, natürlich, klar. Ist ein bisschen traurig, aber naja, das ist, ja. Das macht das jetzt gerade nicht cool, besser. Cool, super Foto, Tati, cool, ich finde das super schön. Ich will den Tobi so haben, Tobi sieht aus, wie wäre in Wien. Ja. Ich weiß, welchem Streamer dein Bild ganz gut gefallen würde. So, Dennis, aber auf jeden Fall, tschüss, ne, hau rein, tschüss. So. Oh, das war jetzt aber schnell vorbei. Das war aber schnell vorbei. Das war sehr schön, ja, aber ich habe daraus als Learning mitgenommen. Ich glaube, ich will das auch machen.